Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze gerade da im Wald, kurz nach dem Wachwerden und dem Aufstehen, und du wirklich mehr oder weniger in der Natur wach wirst und durch den Wald spazierst. Und es zeigt mir auch so, Wachwerden in der Natur und Wachwerden, was uns die Natur zeigt. Wieder zu erkennen, was ist Natur? Sind wir nicht auch Natur? Brauchen wir nicht die Natur mehr wie die Natur uns? Das ist das, was ich mir gerade die Frage stelle, wenn ich dort einige so Wälder sehe, speziell hier da auch im deutschen Raum. Da wird gerade wieder dasselbe gesetzt, das was sich von selbst verabschiedet hat, nämlich so, sage ich jetzt einmal, Monokulturwälder. Die Natur braucht keine Einfalt, so wie es der Mensch hat. Die Natur braucht Vielfalt. Und wenn wir auch Natur sind, dann brauchen auch wir wieder Vielfalt. Und das ist gerade für mich so absolut sichtbar, diese Vielfalt der Natur zu erkennen, sie zu fühlen und nicht sie zu verstehen. Die Natur ist nicht zum Verstehen. Die kannst du fühlen, wenn du in der Natur bist. Und ich wünsche, dass du die Natur immer mehr und immer öfter fühlst und von der Natur lernst, weil sie zeigt dir, um was es wirklich geht. Und nicht in Büchern, sondern wirklich leibhaftig in der Natur zu erleben, was Natur wirklich ist. Ich wünsche, dass du die Natur in dir entdeckst und sie lebst. Alles Liebe.